zusammen bei Backen und Kochen mit der Törtchenprinzessin. Hallo und guten Morgen. Heute ist Sonntagmorgen. Ich war heute Morgen schwimmen, daher noch so ein bisschen die Abdrücke von meiner Schwimmbrille. Ich habe eine ganz liebe Kollegin getroffen, die kommt heute Nachmittag zu Kaffee und Kuchen. Und aus diesem Grunde backe ich heute einen Kuchen und möchte euch gerne mein Rezept vorstellen. Und zwar gibt es heute einen milchiger Käsekuchen mit Banane, Art Zupfkuchen. Und zwar drehe ich das komplette Rezept um. Mein Zupfkuchen ist außen weiß und innen dunkel durch die Milka-Schokolade. Ich sage euch nun die Zutaten, die wir für den heutigen Teig brauchen. Und fangen an mit Mehl, 320 Gramm Mehl, 175 Gramm Zucker. Da gebe ich einen Vanillezucker dazu und auch ein halbes Fläschlein Buttervanille. Dann haben wir 200 Gramm kalte, also Kühlschrank kalte Butter. Zum Mehl hinzu mache ich jetzt ein Puddingpulver, ein Vanillepuddingpulver, und das daran eben, weil ich die Teige ja quasi tausche, auch ein bisschen gelblich wird, mache ich dieses Puddingpulver und Backpulver kommt dazu. Zu dem Teig kommt auch noch ein Ei, das wir später hinzugeben. Dann für die Füllung nehme ich gerne, ich teile es immer, 500 Gramm Mascarpone und 500 Gramm Schichtkäse. Ihr könnt aber auch nur Magerquark nehmen. Ja, ist jedem selbst überlassen, aber das ist so das Rezept, was ich einfach von der Creme am schönsten finde. Dann kommen 250 Gramm von der Milka-Creme rein. Ich habe bewusst jetzt nicht diese berühmte Nuss-Nougat-Creme, also Nutella, gewählt, weil ich eben diesen nussigen Geschmack nicht wollte, sondern einen schokoladigen Geschmack. Dann kommen rein Stärke 80 Gramm und 20 Gramm Kakao. Ein halber Teelöffel Salz, um den Zucker oder das ganze Aroma etwas zu heben. Vier ganze Eier kommen hinzu und zwei Päckchen Vanillezucker. Ich verwende drei Bananen, die werden später püriert. Nicht erschrecken, dass die so dunkel sind. Ich nehme die Bananen, wenn ich merke, es isst sie keiner mehr. Entweder schneide ich sie in Scheiben und froste sie ein. Oder so wie hier habe ich sie jetzt in den Kühlschrank gelegt und dadurch wird die Schale ganz dunkel. Aber ihr werdet sehen, innen drin sind sie ganz hell und absolut noch genießbar. Wenn das für euch unangenehm ist, könnt ihr auch ganz normal im Supermarkt die normal gelben frischen Bananen nehmen. Für den Teig, also für die Form zum Backen, nehme ich jetzt wieder eine Silikonform. Ihr könnt aber auch eine normale Springform nehmen. Ausgerichtet ist das Rezept für eine 26er oder eine 28er, wird es dann nicht ganz so hoch. Oder auch wenn ihr sowas Eckiges habt, wie ihr mögt. Mit Butter entweder ausstreichen, auch bei der Silikonform nehme ich immer noch mal gerne ein bisschen Backspray, gerade wenn man auch so ein bisschen einen schwereren Kuchen hat, dass man den dann auch später schön lösen kann. Für unseren Mürbeteig gebe ich nun alle Zutaten in die Rührschüssel. Ich verwende wieder meine Küchenmaschine. Wie ich es immer erwähne, wer keine hat, kann ein normales Handrührgerät nehmen. Und einen Mürbeteig könnte man im Notfall auch auf der Arbeitsfläche, das ist zwar am Anfang sehr krümelig und macht eigentlich eher mehr Schmutz, auch nur mit der Hand verarbeiten. Die Butter muss immer schön kalt sein beim Mürbeteig. Dann haben wir, wie erwähnt, unser Zucker, Vanillezucker. Ich nehme ein halbes Fläschchen von dem Vanille-Butter-Aroma, dann Backpulver und das Päckchen Puddingpulver zum Mehl. Und auch hier verwende ich einen halben Teelöffel oder eine gute Prise eher, halber Teelöffel ist so viel, gute Prise, was so zwischen die Hände geht, Salz, um einfach den Geschmack zu heben. Das vermenge ich schon mal so ein bisschen. Ein Ei. Ich schlage das also immer noch mal ganz separat auf, um zu schauen, dass auch alles okay ist. Wobei mir ist noch nie ein schlechtes Ei untergekommen, aber
Sicher ist sicher. Wäre schade um die Zutaten. Und die kalte Butter. Und nun verkneten wir das Ganze mit der Küchenmaschine zu einem Klappenteig. Mein Teig hat jetzt ein paar Minuten gerührt. Am Anfang sieht es immer sehr krümelig aus. Da hat man das Gefühl, da fehlt Flüssigkeit, es wird nie was. Der kann nichts werden, der Teig. Der muss einfach nur lang genug kneten. Und ihr seht, der wird dann doch relativ schön kompakt. Und wenn ihr den mit den Händen dann nochmal so ein bisschen nachknetet, dann bekommt ihr eine richtig schöne Teigkugel. Sieht ja so ähnlich aus wie auch Keksteig oder so. Der kommt jetzt in den Kühlschrank und in der Zwischenzeit können wir unsere Cremefüllung, also unsere Käsefüllung, wie auch unsere Bananen vorbereiten. Nun für die Käsefüllung nehmen wir die Mascarpone. Sowie den Schichtkäse. Wir fügen hinzu den Kakao und das Stärkepulver. Unser Vanillezucker, die zwei Päckchen. Wieder eine Prise Salz für den Geschmack. Und die vier Eier. Und verrühren dies zu einer schönen cremigen Creme. Meine Creme ist jetzt schön geschmeidig. Und alle Zutaten haben sich miteinander verbunden. Jetzt geben wir den Namensgeber hinzu, unsere Milka-Creme. Und davon dürfen 200 Gramm zu der Masse hinzu. Der ist nahe für mich. Und wir lassen es nochmal schön unter die Masse rühren mit dem Schneebesen. Habt ihr ein Handrührgerät, einfach auf einem Handrührgerät die Masse verarbeiten und auch dann zum Schluss die Creme unterziehen. Zwischendessen habe ich meine Bananen aus der Schale genommen. Wie ich euch gesagt habe, sie haben keine Flecken, sie waren nur so dunkel durch die Kühlschranklagerung. Und ich werde die jetzt mit der Gabel pürieren und keinen Zucker hinzugeben, weil sie voll ausgereift sind und dadurch sehr süß und aromatisch sind. Habt ihr relativ helle Bananen, würde ich euch dazu raten, ein, zwei Päckchen entweder Vanillezucker, das gibt nochmal einen schönen Geschmack, mit hinzuzugeben oder einfach auch ein bisschen Ahornsirup, wenn ihr habt. Das gibt auch eine feine Note, aber da ist auch wieder eure Kreativität gefragt. Oder eben ganz normalen Haushaltszucker. Ich würde euch da so bei zwischen 50 und 100 Gramm vielleicht auch mal zwischendrin probieren, raten. Bis gleich! Meine Bananen sind jetzt richtig zu einem Brei. Mit der Gabel zerdrückt. Habt ihr festere Bananen, könnt ihr da auch einen Zauberstab nehmen oder vorher einfach mit dem Messer klein schneiden, dass es eben so püreeartig ist. Meine Creme ist jetzt auch fertig. Die Schokocreme hat sich schön untergerührt und beides kommt nun in den Kühlschrank und in der Zwischenzeit können wir dann unseren Boden für den Teig, für den Kuchen zum Befüllen vorbereiten. Creme und Püree sind nun im Kühlschrank
Und hier ist unser Teig, der jetzt etwas durchgekühlt ist. Ich bemehle jetzt meine Arbeitsfläche, wirke den Teig nochmal auf und werde ihn dann ausrollen, passend für in meiner Silikonform. Ihr könnt auch gerne Springform nehmen, das ist später mit der Handhabung zum Auslösen leichter. Nur ich verwende heute aus Transportgründen diese Silikonform und wie schon angesprochen, werde ich trotz Silikon nochmal ein Backspray mit einfügen. Ich habe nun die Form eingesprüht und den Teig rolle ich aus. Ich rolle jetzt den ganzen Teig aus. Es gibt ja einen Zupfkuchen und zum Schluss können wir die Stücke, die so am Rand dann überbleiben, wenn wir es mit dem Messer abschneiden, verwenden, um in die Mitte diese kleinen Tupfen zu setzen. Wenn ihr den Teig ausrollt, schaut drauf, dass ihr nicht zu viel Mehl verwendet, aber immer oben so eine kleine Schicht habt und den Teig auch immer drehen, dass ihr in jede Richtung einmal rollt. Und auch so was Langes, Großes eignet sich sehr gut, sodass man nicht über den Rand ausrollt und somit den Rand immer dünner rollt und die Innenseite dick bleibt, sondern so habt ihr einen schönen gleichmäßigen Teig. Ich habe den Teig jetzt ausgerollt und so als Probe lege ich als immer die Form nochmal auf, ob er schon groß genug ist. Hier ist es jetzt der Fall. Und jetzt verrate ich euch noch einen kleinen Trick, wie ihr den Teig am besten in eure Form bekommt. Ich rolle jetzt den Teig von meiner Arbeitsfläche auf das Nudelholz, hebe ihn an und kann ihn so wunderbar rüber in die Form heben. Mit Hilfe meiner Rolle habe ich den Teig jetzt in die Form gebracht und den Rand schon mal etwas nach oben gedrückt. Achtet, wie gesagt, beim Mürbeteig immer drauf, dass er eben schön durchgekühlt ist. Wenn er euch brüchig werden sollte, nicht verzweifeln, einfach nochmal in den Kühlschrank legen oder nochmal durchkneten. Daher auch der Tipp mit der Rolle, so könnt ihr ihn am besten transportieren. Ich bearbeite jetzt hier noch etwas meine Form, ziehe auch hier noch den Rand etwas nach oben, werde dann mit dem Messer eine saubere Kante schneiden und diese Teile, die hier überbleiben, die werden wir später so als Flocken in unseren verkehrten Zupfkuchen einbringen. Mein Teig ist jetzt schön gleichmäßig in der Form. Ich habe auch den Rand nach oben gezogen. Der Rand sollte auch nicht zu dünn sein. Und dies sind die Überschnitte, die wir später noch verarbeiten. Ich werde jetzt auch den Backofen vorheizen, 180 Grad Umluft. Und der Kuchen wird dann später so für 55 bis 60 Minuten drin bleiben. Legt euch schon mal ein Stück Alufolie zurecht. Meistens ist es so, dass so nach 45 Minuten sich so die ersten dunkleren Stellen auf der Käsefläche oben abbilden. Dann lege ich immer gerne ein Stück Alufolie einfach drauf, sodass er weiter durchbacken kann, aber oben keine weitere Farbe mehr bekommt. Den könnt ihr jetzt gerne noch mal ein paar Minuten in den Kühlschrank geben, dass er wieder an Festigkeit gewinnt. Und in Zwischenzeit mache ich hier etwas sauber und hole meine Cremes aus dem Kühlschrank. Ich habe jetzt meine Form aus dem Kühlschrank geholt. Hier ist der restliche Teig, wo ich vorhin den Rand abgeschnitten habe. Nun gebe ich ein wenig von der Masse auf meinen Boden. Ungefähr ein Drittel. Darauf verteile ich das Bananenpüree. Und zum Schluss den Rest der Masse. Musik.
Masse ist jetzt komplett in der Form. Ich ziehe sie jetzt hier noch so ein bisschen glatt. Und nun können wir so kleine Streuselchen, kleine Stückchen auf den Teig bzw. so etwas eindrücken in den Teig. Unregelmäßig große Stücke, so wie es euch gefällt. Und wie bei einem ganz normalen Zupfkuchen auch. Jetzt ist der Kuchen fertig und darf bei 180 Grad 55 bis 60 Minuten backen. Und wie vorhin erwähnt, legt euch ein Stück Alufolie schon mal zurecht. Oder wenn ihr so Dauerbackfolie habt, Backpapier, um später gegebenenfalls, wenn die Quarkflächen zu dunkel werden, abzudecken. Hallo ihr Lieben, mein Kuchen hat eine wunderschöne Backfarbe bekommen. Ich habe ihn schon etwas mit Puderzucker ausdekoriert, habe unsere Kaffeetafel schon etwas hergerichtet. Er muss jetzt noch richtig schön durchkühlen, dass er auch in der Mitte gut durchgekühlt ist und Festigkeit bekommen hat. Und dann werden wir unseren Kuchen mit dem Kaffeebesuch, der sich heute angekündigt hat, an dem heutigen Sonntag genießen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Hofft, ihr guckt auch mal in meine anderen Videos rein. Und dann sage ich guten Appetit bei diesem leckeren, cremigen Käsekuchen. Tschüss, eure Törtchenprinzessin.